Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die hoffentlich ganz toll und grandios wird, Traveler's Rest, auf meinem Kanal, der Maikentosh. Und jetzt gucke ich mir mal dieses Fass hier an. Falsch, ich habe es... Was? Ich wollte das nicht rausholen, ich... Verstehe ich nicht. Dann ist es wohl schon gereift. Ach, der, ja, da steht gereift unten. Hopfig, Aromahopfen, Bitterhopfen, Doppelhopfen, saftig, Aromahopfen, Doppelhopfen, gereift, bitter, Bitterhopfen, Doppelhopfen. Dopfelhopfen. Ja gut, wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Dann glaube ich dir das. Ich pack das jetzt aber erstmal wieder hier rein. Ich habe jetzt leider kein anderes Middle Ale Fass, um zu gucken, was das kostet, weil das sind jetzt 89 Silbermünzen, aber ich denke mal, ich glaube, ich sehe das schon. So, jetzt haben wir hier ganz viel Getreidebreizeug. Ja, komm. Ah. Mit Knoblauch und Minze. Lecker Schmecker. So, dann hätte die Katze gern Wasser. Die Katze geht die Treppe hoch. Bedeutet das, ich habe das Zimmer verliehen? Also natürlich bedeutet es das vielleicht nicht zwangsläufig, aber... Oh, es ist schon wieder frei. Und es sieht aus wie Sau. Na gut, dann wollen wir das mal eben wieder in Ordnung bringen. Ist hier noch irgendwas? Ne. Ich würde mal gern wissen, was die hier immer veranstalten. Muss ja ein richtiges Trinkgelage sein. Da drin. Sodass die dann wirklich am Ende... alles vollreiern und... Oh, ich stand eigentlich auf der anderen Seite, aber... Dass sie dann am Ende alles vollreiern und vollkleckern und Gläser ausschütten. Was weiß ich, sich gegenseitig mit Zeug bewerfen. Hi. Du bist eine ganz süße Mieterkatze. Gut, Mais und Zwiebeln. Zum Glück geht es hier nicht darum, dass man einen Brei macht, der schmeckt, sondern ich kann ja auch einfach Sachen zusammenwerfen und das, ach, das wird schon, irgendwer wird schon ordern. Mir egal. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Ja gut, vieles davon ist quasi leer. Aber da kriege ich noch ein bisschen Moneten zusammen. So, also ein bisschen Brei und durch den Brei ein paar Moneten. Denn ich habe ja immer noch vor, mir früher oder später... Ah, okay, ich kann hier ganz viel ernten. Das tue ich jetzt gerade mal nicht. Mal wieder nicht. Da bin ich. Das geht ja schon fast zu schnell. Mit der Ernte hier. Ja gut, die Weintrauben sind ja weg. Die Obstbäume noch nicht, aber bestimmt jetzt. Pass auf. Zack!
Dann kriege ich am Ende, keine Ahnung, 6 Äpfel, 6 Birnen von so einem Baum. Das weiß ich noch nicht, ob ich das so gut finde, dass das dann kaputt geht, der Baum. Und die Weintrauben. Aber, vielleicht ändert sich das ja. Irgendwann. Irgendwie, irgendwo. So, dann zeig mal, was haben wir hier? Eisenblech. Ich hatte ja vor, so ein Ding zu bauen. Da fehlen jetzt noch mehr Eisenbarren und noch mehr Eisenblech. Aber Eisen habe ich ja glücklicherweise genug gesammelt, also von daher. Von daher. Gut, genau, ich gehe jetzt mal kurz runter nochmal ins Camp. Das ist ja alles Eisen. Also was heißt ins Camp? In dieser einen Ecke, wo der wo Crowley war. Ich glaube Crowley. Weil ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wann der immer da ist. Ich weiß, der war schon mal da. Ich habe das Camp und ist meistens immer so irgendwie 2 Tage oder so da. Das weiß ich ja, weil ich das Camp ja schon mal gefunden habe, aber ihn nicht. Und beim zweiten Mal habe ich ihn dann gefunden, weil ich abends da war. Natürlich das Camp auch, weil er war ja in seinem Camp, aber ich, na, ihr wisst schon. Und deswegen dachte ich mir, ja, ich guck mal, ob er vielleicht wieder da ist. Denn dann wüsste ich, wann ich mit meinem Gold dahin latsch, um mir einen Papagei zu kaufen. Und natürlich das Zeug dazu, das ich brauche. Den Käfig, die Stange, Kekse. Okay, also hier ist keiner. Ist aber auch nicht schlimm. Denn ich brauche ja auch noch ein bisschen Zeit, um Geld zusammenzubekommen. Aber dann weiß ich kann heute in aller Ruhe Geld machen und so und muss abends nicht nochmal herkommen. Ach so, genau. Und dann laufe ich mal kurz mit meinem Hühnerei zu Bob. Dann bin ich mal gespannt, ob er auf das Hühner... Ach Quatsch, nein, vergiss es. Bei Bob habe ich es gekauft. Ich muss auch zum Camp. Und dem das Ei zeigen. Ich glaube zwar nicht, dass das Hühnerei von Bob irgendwann schlüpft. Das ist wahrscheinlich wirklich zum Kochen oder so. Weil auch kein Nest drumrum ist. Denn wenn ich so ein Papageienei bei Crowley kaufe, ist ja so ein Nest mit dabei. Also zumindest sah es so aus. Und ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Crowley vielleicht diese lilane Vaterfigur von Bob sein könnte. Ich glaube, Crowleys Mantel war lila, aber ich weiß nicht. Tonnenweise Wasser. Ich glaube, das war's noch nicht. Doch. Danke. Ach so, ja, warte. Also Eisenbarren habe ich, aber Blech noch nicht genug. Mir fehlen noch 5 Blech. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Da muss ich natürlich danach wieder Barren bauen, ist klar. Aber das ist ja alles halb so wild. Okay, dann werde ich jetzt kochen. Noch so ein, zwei Breie. Und dann werde ich wohl aufmachen und Geld verdienen. Wobei Wein wäre auch noch hart sinnvoll. Kann ich gerade hier irgendwie, mache ich hier Wein? Ich kann Weißwein machen. Für Rotwein fehlt mir der
Die Katze hat gerade Stimmung kundgegeben und ich habe es nicht mitbekommen. Dafür brauche ich erst Traubenmost. Traubenmost kriege ich, glaube ich, hier raus.